Was geht ab, Köln? Hey! Hey! Ich bin schon ein bisschen nervös. So viele Menschen hier, ey. So viele habe ich letztes Mal auf türkische Hochzeit gesehen. Aber ich spüre eure Gedanken. Ich spüre eure Gedanken. Besonders hier vorne. Ich spüre deine Gedanken. Du fragst dich, zu Recht fragst du dich, was macht dieses Kindermodel mit seinem For You Scout Rucksack hier auf der Bühne? Kommt er aus der Schule? Aber nein, ich komme nicht aus der Schule. Ich komme aus Duisburg-Marxloh. Für alle unter euch, die Duisburg-Marxloh nicht kennen, ist ein bisschen so wie so ein Gulliloch mit Brautmodengeschäften. Duisburg-Marxloh ist so assi, wenn du da geboren bist, hast du sofort 60.000 Euro Schulden. 60.000 Euro, weil deine Mutter in deinem Namen jeden Kredit unterschreibt. Leute, wirklich, ich kenne Babys, die am Handy Verträge. Aber nicht durch die Mutter, sondern durch Arbeitsamt als Maßnahme, damit die von Anfang an erreichbar sind. So. Aber deine Frage ist noch nicht beantwortet. Was macht der Rucksack hier? Und das ist wirklich einfach erklärt. Ich habe Kurzdarmsyndrom, ich habe keinen Dünndarm mehr. Ich bin quasi chronisch krank und schwerbehindert. Auch wenn man mir das Ganze nicht ansieht. Und ihr müsst euch vorstellen, so ein Dünndarm ist 4 Meter lang. Und weil der jetzt weg ist, bin ich 4 Meter zu klein. Und das Krankheitsbild ist einfach erklärt. Der Dünndarm entzieht dem Essen die Nährstoffe. Deshalb macht bei mir Essen keinen Sinn mehr. Ich bin der einzige Mensch, der verhungern würde mit so einem Big Mac im Mund. Und deshalb müsst ihr euch in meinem For You Scout Rucksack so eine Aldi-Tüte vorstellen, okay? Und die ist gefüllt mit Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit, die läuft jeden Abend in meinen Körper und ernährt mich. Und das, was ihr seht, das ist mein... Nun ja, das ist mein langer Schlauch. Und den bezeichne ich selber gern als Schlauch des Lebens. Und aus meiner Brust, da guckt so ein Port und das sieht aus wie so ein Mittelfinger. Und das ist der Schlauch der Empfängnis. Und jeden Abend treffen sich Schlauch des Lebens und Schlauch der Empfängnis und rufen mich in den Rat der Ältesten. Dann bin ich Vorstand der Gefickten. Gott hat mich gefickt. Gott hat mich so hart gefickt, selbst die Duisburger Organmafia hat keinen Bock mehr auf mich. Halit, Murat, Jamal, der nicht, Bruder, der nicht. Da war schon einer. Aber macht euch keine Sorgen, mein Leben ist der Wahnsinn, wirklich. Stellt euch mal vor, ich wäre in den USA geboren und müsste meine Medizin selber zahlen. Da wäre ich verschuldet als jedes Baby in Duisburg-Marxloh. Und deshalb möchte ich, dass ihr wisst, 50% eurer Krankenkassenbeiträge. Aber dafür werde ich beim Versteckenspielen immer als Erster gefunden. Nur mein Vater, den findet keiner. Spaß, Köln, was denkt ihr denn, ey? Der ist Zigaretten holen. So viel ist passiert, Leute, so viel ist passiert. Ich war blind, ich war gelähmt, ich habe Löcher in meiner Wirbelsäule, ich war im Koma, ich war 2-mal im Koma. Und die Leute fragen mich immer, Toni, erzähl mal, wie war Koma so? Und Koma ist hart, Koma ist hart. Koma ist nicht so hart, wie in Duisburg-Marxloh zur Schule zu gehen, aber hart. Ich weiß nur, als ich wach geworden bin, habe ich auf mein Handy geguckt, hatte ich 1500 Nachrichten. 1500 Nachrichten von meinem besten Kumpel Hassan. Um euch Hassan ein bisschen näher zu bringen, Hassan schreibt sich selber gerne mit Z, aus ästhetischen Gründen. Ihr merkt, der Typ hat die Schule beendet, anders als ich. Hassan ist so ein byzantinischer Kanake, der ist aus anderem Holz geschnitzt, wirklich. Hassan ist aus Elfenbein, alle anderen Türken, die ich kenne, sind aus Shisha-Kohle. Wirklich. Hassan ist der Hugh Hefner aus Duisburg-Marxloh. Nur anstatt Bademantel und Lustgrotte hat der Zahnlücke und Kreditschulden. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du mit Hassan unterwegs bist, dann geht er immer zu den Frauen und lässt sich die E-Mail-Adressen geben. Letztes Mal habe ich den gefragt, Hassan, warum lässt du von den Frauen eigentlich immer die E-Mail-Adressen geben? Guckt er mich an, sagt er zu mir. Bruder, du musst Fuchs sein, du musst Fuchs sein. Guck mal, wenn ich den ganzen Tag an meinem Handy schreibe, denkt meine Freundin, ich würde die betrügen, Bruder. Aber wenn ich den ganzen Tag E-Mail schreibe, dann denkt die, ich mache Business. Könnt ihr euch vorstellen, wenn der Typ euch schreibt, während ihr im Koma seid, weil der euch für Nachrichten schreibt? Erste Nachricht, die er geschrieben hat. Bruder, wie geht's? Kommst du raus?
Hast du Lust auf Kino? Im Hintergrund Kinoplakat fotografiert, 7 Leben. Auf einmal ist Hassan Deutscher geworden. Er schreibt mir so, Bruder, nix für ungut, aber du schuldest mir noch 7,35 Euro. Mit Inflation jetzt 9,66 Euro. Du hast neue Freunde, ne? Wallah, du hast dich voll verändert, alle sagen das. Wenn deine Mutter liebt, schreib's zurück. Hurensohn. Hab ich ihn direkt angerufen, um die Sache klarzustellen. Hassan, Bruder, wie geht's dir? 8 Monate, nichts von dir gehört, schön deine Stimme zu hören. Er so, Wallah, Bruder, schreib mir nicht mehr. Du bist ein Bastard. Deine Eltern sind Zwillinge. Nein, Drillinge, weil du aussiehst wie ein Hund. Bruder, chill doch, chill. Ich war Koma, Bruder. Wallah, du warst Koma, Bruder? Ja, Bruder. Sag Wallah, du warst Koma. Wallah, ich war Koma. Tschüss. Warum sagst du nicht Bescheid? Ey, Hassan, Alter. Hassan. Aber Leute, ich bin 26 Jahre alt und ich wohne bei meinen Großeltern. Hat jemand Bock zu adoptieren? Nein, Spaß, so schlimm ist gar nicht. Aber hat hier jemand ein Familienhaus? Bei uns in Duisburg-Marxloh, keiner hat ein Familienhaus. Alle leben in Baracken, wirklich. Ich bin super Mitbewohner, ich bin wie Cinderella. Ich kann nähen, abspülen, ab und zu fliegt eine Taube durchs Dach und will mit mir tanzen. Aber kriegt ihr gar nicht mit? Nein, Quatsch, so schlimm ist nicht bei meinen Großeltern. Wirklich, die sind super. Meine Großeltern, die sind das Salz der Erde. Das sind die besten Menschen der Welt. Nur nicht für mich. Also, wirklich, die haben mir alles beigebracht, was ich weiß. Die haben mir beigebracht, man kann 50 Jahre verheiratet sein und man muss sich nicht lieben. Ehrlich. Ehrlich. Wirklich, ihr lacht, kein Witz. Die tauschen nie Zärtlichkeiten aus, die reden nicht mal miteinander. Meine Oma hat das Wohnzimmer, mein Opa hat die Küche und ich hab gar nichts. Aber mein Zimmer ist im Esszimmer, ich weiß auch nicht. Meine Oma sind die Dursleys, ich bin Harry Potter, nur anstatt mit Schlangen zu reden, kann ich mit Kanaken reden. Das ist der einzige Unterschied. Aber so eine Frage in die Runde, so eine Frage in die Runde. Euer Opa, lässt der Oma Tür auf, wenn er kacken geht? Und hat ständig das falsche Timing für so einen Furz und versucht hat mit so einem Huster zu übertünchen? Letzte Woche habe ich in Hamburg gespielt. Ich komme nach Hause, ich höre nur. Ich dachte mir, Wahnsinn. Endlich rasiert meine Oma sich den Damenbart. Wisst ihr, was ich meine? Guck ich im Badezimmer, ist da mein Opa. Rasiert sich ordentlich die Koteletten. Und ich war richtig stolz auf den. Guck ich nochmal, hat der meinen Rasierer in der Hand. Ich sag, Opa, das ist mein Rasierer. Guckt er mich an, sagt er zu mir. Der Teil hat super Klingen, Junge. Ich sag, Opa, den benutze ich nie für mein Gesicht. Guckt er mich an, sagt er zu mir, jetzt habe ich angefangen, jetzt kann ich auch Ende machen. Wisst ihr, was ich meine? Und als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine erste Freundin kennengelernt. Die habe ich online kennengelernt, aber nicht so, wie ihr denkt, Lavu, Badu, Tinder, nein, Knuddels. Und wir haben Bilder ausgetauscht. Und die hat zu mir gesagt, wenn du magst, kannst du mich ja vorne am Bahnhof abholen. Und ich bin hingelaufen und die wurde immer größer. Und irgendwann guckt er mich an und sagt zu mir, auf deinem Bild sah es aber größer aus. Ich guck die an, ich sag, ist ja auch nicht maßstabsgetreu, was ist das denn? Habe ich trotzdem geschafft, sie mit nach Hause zu nehmen zu Oma und wir haben sofort miteinander rumgemacht. Also sie saß, ich stand. Und auf einmal hört die abrupt auf, guckt mich an und sagt zu mir, Toni, ich kann das nicht. Ich bin nicht so eine. Und ich sag, ja, ich weiß doch, wir sind doch alle nicht so eine. Sagt die, nein, so meinte ich, ich stehe ein bisschen auf anderes Zeug. Und Leute, ich dachte mir, was macht die jetzt? Packt die meine Eier an ihr Kehlkopf und macht so, was macht die mit mir? Ich hatte richtig Angst, Leute. Und die guckt mich an und sagt, nein, hast du ein paar Kerzen da? Ich sag, Kerzen? Klar habe ich Kerzen da. Oma war bei Ikea, was ist das denn für eine Frage? Ich habe große Kerzen, kleine Kerzen, dicke Kerzen, dünne Kerzen. Aus unerklärlichen Gründen fand die meine Kommunionskerze geil. Und Leute, wir haben uns eingedeckt mit Kerzen und fing genauso an, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil in meinem Kopf dachte ich mir, alles klar, die verdirbt mich für mein Leben und macht aus mir so einen richtigen Laken-Jaguar. Wisst ihr, was ich meine? Danach bin ich der Genius der Pflaumenritter. Das war in meinem Kopf. Wirklich. Wirklich. Und die macht die Kerze an und verteilt den ganzen Kerzenwachs auf meinen Rücken und kratzt die ganze Scheiße ab mit ihren langen Nägeln vom Eisenwarenhandel. Und die ist am Kratzen und am Kratzen.
Und ich bin ehrlich, tat ein bisschen weh. Aber danach anderer Schmerz. Oh boy, wisst ihr, was ich meine? War jetzt nicht ganz so schlimm, aber muss auch nicht nochmal sein. So, und ich guck zurück und ich habe die brennende Kommunionskerze. Und in dem Moment dachte ich mir nur, ach du Scheiße, was ist, wenn das die Oma mitkriegt? Und ich höre nur. Und ich wusste, das kann nur meine Oma sein, weil wir haben Parkett und die hat Hornhaut unter den Füßen. Und auf einmal macht die Tür auf, guckt mich an und sagt nur zu mir. Kaspar, Melchior und Balthasar. Ist das hier Teufelsaustreibung oder was? Toni, du bist heute Morgen als Christ aufgestanden. Und ich guck meine Oma an, mir ist nichts eingefallen. Ich guck die an, ich sag zu dir. Oma, das ist gar nicht das, wonach es aussieht. Einzige, was ich sagen konnte. Die Kerze können wir nicht mehr nehmen, oder? In dem Moment kommt mein Opa vorbei, kniet sich hin, guckt mich an und sagt, ach, dafür rasiert man sich den Arsch. Aber seid ehrlich, so ein Leben hat doch immer Höhen und Tiefen, oder? Und ist es nicht bei uns allen zumindest immer ein kleines bisschen so? Müssen wir nicht alle erst ein paar Mal sterben, bevor wir einmal cool leben dürfen? Peace, mein Name ist Toni Bauer.